Test, test, test. Perfekt. Alter, es sind schon 7 Leute da, obwohl einfach noch gar nichts angefangen hat hier. Oh, stimmt. Gleich, jetzt gleich haben wir das Match Nacho gegen Takedown. Das kann tatsächlich spannend werden, denke ich mal. Ich kann mal kurz nachgucken, welche Seeds das sind. 8, Seed 8 gegen Seed 9. Ach du Kacke. Das kann ja was werden. Das wäre der Lustige hier. Ich denke mal, bei diesen beiden Spielern werden keine LN-Maps genommen. Und es geht jetzt direkt als allererstes zu den Warm-Ups. Junk elegant. Achso, warte, das ist gar kein Warm-up von denen. Ich sehe schon dieser Mapper, das ist eigentlich ein Standard-Mapper, oder? Oder die spielen jetzt einfach einen Convert zum Warm-up. Ah, okay. Sieht ja schon mal. Oh nee, Night Bunny. High 19 ist ja noch schlimmer. Na gut. Smiley Destiny. 2 Minuten 50, 4,36 Sterne und 192 BPM. Warte, wie hört sich der Song überhaupt an? Sieht nach Streams aus, denke ich mal. Ups, das war der falsche Server hier, genau. Perfekt. Was sagen eigentlich so eure Pickems bei diesem Match? Da bin ich so gespannt. Wie denkt ihr denn, wie das so ausgehen wird, dieses Match? Okay, MP Start 5 und es geht halt, es geht jetzt schon direkt los mit den Warm-Ups. Diesmal
Diesmal ging es ein bisschen schneller voran als die anderen Male oder als die anderen Male, wo ich da dabei war. Ich werde schon wieder irgendwo gepinkt. In einem Announcement-Channel. Was ein Wunder. Oh, man sieht aber das. Okay, beide sind ein bisschen am Struggeln mit der Accuracy, sind halt Long Notes, ne? Not sure. Okay. Aber Takedown hat es wieder jetzt auf 99% geschafft. Und mir ist gerade aufgefallen, was für ein verdammt hohes, hier, wie heißt das? Verdammt hohen Scrollspeed Nacho hat. Oder? Ist das. Beide! Beide haben extrem hoch, was ist denn das? Egal, man sollte es aber alles erkennen können und da ist, da hat Takedown gemisst. Aber trotz des Misses sieht seine Egg trotzdem noch besser aus. Aber ich weiß nicht, es könnte noch in Nachos Richtung gehen. Wegen der Combo. Wenn irgendwas mit meinem Mikrofon oder so ist, das könnt ihr mir das dann bitte gerne sagen, weil, ja. Warte. Irgendwie ist Discord am Abscheißen. Warte, wie hört sich meine Stimme an? Naja, ich höre mich ganz normal an. Aber Discord ist irgendwie nicht normal, weil ich einen 2000er Ping. Na super. Der Stream hat die ganze Zeit auch gerade schon gebuffert. Naja, egal. Solange mich man ja hört, ist ja alles gut. Aber das ist ein fettes Delay auf jeden Fall. Dieser letzte Miss von Takedown, das war echt wild. Und dann kommen wir zum zweiten Warm-up. Ich weiß jetzt nicht, von wem der sein wird. Ich glaube, das gerade eben war möglicherweise Nachos oder Tech. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zum anderen Warm-up, wenn noch ein anderes vorhanden ist. Ah, jetzt kommt Takedowns Warm-up. Mal sehen, was da ein Warm-up ist. Ey, was ist denn mit Discord? Warte mal. Hat Discord gerade irgendwelche Probleme? Nee, aber aus irgendeinem Grund. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe einen 2000er Ping, aber ja, man hört mich. Nein! Doch, wieso diese Map? Ey, die. Oh, wessen Idee war das? Ach, Mann. Ist jemand da im Chat oder so? Weil die Popcorn-Nachricht von Punishment ist auch
5 Minuten her oder so. Das ist jetzt, genau, das ist Takedowns Pick jetzt. Das ist ein Warm-up. Das ist eine Jackmap, glaube ich. Ja, genau. Sieht genau so aus. Ja. Die war's. Okay, Nacho hat gemisst. Ich wollte gerade sagen, die Ecke ist ungefähr gleich, aber da kam es dann doch nochmal zu einem Miss bei Nacho. Und da ist mein Stream wieder am Lägen. Mein Twitch-Stream. Ey, das ist, ich weiß jetzt auch nicht, wie groß dieses Delay schon ist, Alter. Aber mein Ping wird immer höher. 3000. Das ist doch nicht zu fassen, ey. Takedowns Accuracy sieht ziemlich stabil aus. 99,84. Aber ist leider kein V1 Double S mehr, weil ich habe, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, einen 200er am Anfang bei ihm gesehen. Ist überhaupt irgendjemand da in diesem Chat? Es sind 9 Leute anscheinend, die zuschauen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, gar keiner ist da. Ah, Survey ist da. Perfekt, wirklich. Oha, Punish! Hallo, Le. Hallo! Hallo! Alter, bist du laut! Oh shit! Sag mal nochmal was? Hallo? Ah, okay, perfekt. Immer noch richtig laut, egal. Hört man mich ganz normal, weil ich habe einen 3000er Ping? Also, ich höre dich ganz normal. Ja, okay, dann ist ja gut. Und ich hab Popcorn, ich bin glücklich. Wie lange hat das denn gebraucht, Alter? Hast du deinen Popcorn für 12 Minuten? Ich hab selbst gemacht mit Popcorn-Mais und der Popcorn-Maschine, die ich habe. Achso. Nein. Alter, ein Freund von mir da unten. Hab da gerade eben einfach Salz drüber gekippt und boom. Hab das zwar nicht am Popcorn dran, aber wenigstens jetzt gesalzen, so halt. Es geht zu den Rolls und ja, okay, das war schon ein paar Jahre her. Aber auf jeden Fall Takedown Roll, na, 85 und Nacho eine 25. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie das Match ausging, weil ich glaube, das ist sehr ausgeglichen. Ja, das ist wirklich ausgeglichen. Und es wird SW protected, das macht mich glücklich. und... Warte. Ich glaube, Nacho war Seed 8. Und Takedown Seed 9, ja. Aber ich glaube, Takedown hat trotzdem die Egg Adventure. Egg Advantage über Nacho. Der war auch in jedem von den. Oh Mann, meine Stimme, Alter. er war auch in jedem von den Qualifiers besser aus als bei den Physical Sachen. Also Takedown meine ich jetzt. Egg hat ja auch einen Platz unter Nacho. Aber SV war ja besser.
SW und LN bei einem Qualifier ist besser, weil er beides war C7 Takedown jetzt. Ja. Aber bei Accuracy, Stamina und Tiebreak lag nicht schon vorne. Ich bin mal gespannt. Medium hat gesagt, du bist ein bisschen am Übersteuern. Hm. Wie fix ich denn das? Weiß ich nicht. Ja, Mikrowelle weg. Hm. Okay, es will. Was? Oder was passt? Okay, es wurde Hybrid 2 und LN1 gebannt. Und was war Nachos Dingens Protect? Wenig mitbekommen. Habe ich auch nicht mitbekommen. Oh, es wird Go for it gepickt. Ah ne, gebannt meine ich. Go for it und Ad Astra. Und die erste Pick ist direkt SV. Direkter Protect for Takedown. Zu der SV kann ich nichts sagen. Ich hab's nicht gespielt. Ich weiß es nicht. Die Map ist böse, was Sekis angeht. Sehr böse. Alles laggt hier. Hallo? Hört man mich? Also ich höre dich. Der Twitch-Stream laggt. Also halt nicht laggt, sondern ist am Laden bei mir. Dieser Video-Dings vom Streamer ist auch am Laden gewesen und sein normaler Streamer auch noch. Und ich habe wieder einen 3000er Ping. Oder er gesagt immer noch. Perfekt. Es geht bei dir, bei mir läuft alles mehr oder weniger. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe einen Ping von 200, also. 258 hast du? 200. Glatt. Achso, okay. Ich mach meinen Speedtest, was ist das denn? Ja, wahrscheinlich! Ach, Digga. 85 MB und Upload, ja, 34, was wollt ihr? Also, von dem, was ich erkennen kann, da zeigt doch, glaube ich, der ist wie mit mehr geübt als Nacho. Ich glaube, Nacho hat sie gar nicht mal erst gespielt. Nee, gespielt hat er die. Hat er? Soweit ich weiß. Soweit ich weiß schon. Ein Digger, Mann. Oh, stimmt. Die Vorhersage wurde vergessen. Oh, yo. Wirbe, wir brauchen Vorhersage. We need the before saying. Before saying. Yes. Hä? Warte. Warte, hä? Ich hab immer noch bei Twitch diese Meldung. Achtung, leider werden wir ab dem 30. April die Twitch Desktop App nicht länger unterstützen.
Es ist der 1.5. und ich guck gerade über die Twitch. Wow. Wer wird der Sieger sein? Alter. Jetzt der letzte Slowjam. Und wisst noch wer am Ende? Jawohl, ist nein. Damit geht der erste Punkt an Takedown. Yeah. Boah, ich weiß nicht, wer gewinnen wird. Auch nicht. Ich meine, ich weiß ja, weil ich gezickt habe bei den Pick-Ams und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wen hast du denn genommen? Oder was hast du denn? Ich habe 4-3 für Takedown getippt. 4-3? Ja. Also laut meinen Pick-Ams geht es auf jeden Fall zum Tiebreaker. Okay. Und bei dir? Nee, Vincent, meine Map ist nicht gebannt. Hä? Aber auch komisch, dass ich als erstes Vorhersage von Vincent gesehen habe und danach erst Maxims Map ist nicht gebannt. Ich muss diesen Stream kurz neu starten, Alter. Nein, ich habe auf große Soft gedrückt. So, jetzt aber. Erstmal schön den Soft-Sex-Stream angucken, ne? Nee. Weißt du eigentlich, wie man das fixen kann, wenn man so Popcorn per Popcornmeister mit der Popcornmaschine macht? Damit dass das Salz dann irgendwie dran kleben bleibt? Ich hab keine Ahnung, ich mag kein Popcorn. Was? Ja, ich weiß, das sind diese Körner, die man nicht zerkauen kann. Das ist übel nervig. Ja, da muss ja das Popcorn auch poppen, ne? Ja, nein. Ich meine, wenn das Popcorn schon fertig ist, gibt's doch trotzdem immer noch diese harten Kerne drin, die man halt trotzdem nicht zerbeißen kann. Ja, man schon denn, wenn man es drauf anlegt? Ja, nee, das ist aber Kacke. Da bricht mir eher ein Zahn ab. Ey. Auf jeden Fall, das ist genauso wie Wassermelonenkerne oder so oder sowas. Ich kann auch keine Wassermelonenkerne sind schrecklich. Ja, das ich hasse das. Oder okay, jetzt mal abgesehen von den Wassermelonen, sieht bis jetzt zurück zum mit. Wir reden hier jetzt halt über Wassermelonen und Popcorn und ignorieren einfach, was in dem Stream angeht, ist auch gut. Oh, die Accuracy sieht aber ziemlich gleich aus auf jeden Fall. Ja, bis jetzt ist alles ausgeglichen. Das ist die zweite Hälfte der Map. Noch ist alles offen auf jeden Fall. Ja, sieht gerade auf jeden Fall besser aus für Takedown. Ihr schmolzene Butter aufs Popcorn, dann bleibt das selbst auch gestellt. Oh, danke, da ist ein Mitch. Mitch von Nasso. Mitch von Nasso, genau. Ja, aber danke für den Tipp mit der Butter aufs Popcorn, das muss ich mir merken. Ich hab schon mal die Oder das Salz wie Puderzucker ganz fein machen, dann geht das auch. Weil okay. Puderzucker Gold. So, ruhig mir das nächste einfach ein Mörser. Mörser, das Salz ganz fein. Jo. Ja, es sieht so aus, als würde Takedown diese Map gewinnen. Diesen Pick. 10.000 Punkte Unterschied. Ey, okay, ich habe jetzt einen 256er Ping. Dann ist ja das schon mal erledigt. So, Takedown, der nächste Pick. Was meinst du, was kommt dran? Oh, ich glaube meine Map. Obwohl, nee, Takedown, es kommt Asgore als erstes. Die Jackmap. Also die Protected? Nee, der ist wie protected. Ich tippe Mercy. Ich tippe Mercy, da sehe ich. Ja! Rise sag 4? Ich noch. Ah. Ist Mercy. Woo! Bin ich nicht gut im Vorhersagen? Nee. Wow. Jetzt bin ich traurig. Was meinst du, aber bitte wieder Stream ist FT5, aber Lobby ist FT4? Guck mal oben!
First to five. Das ist wieder das Problem von wegen. Das sind 5 Punkte, aber es geht nur bis 4. Ach, Digga. Dann spielen wir eben bis 5 Punkte, hab ich auch nichts gegen. Ich frag mich, was das Film mir die ganze Zeit denkt, wenn ich Digger sag. Solange du dich nicht versprichst, ist alles gut. Ja, solange ich mich nicht verspreche, ich habe mich aber auf jeden Fall schon angewöhnt, das wirklich auch so zu sagen. Also ich sag das so oft am Tag, ich verspreche mich da nicht. Ich sag das überhaupt nicht. Hi, hab meine Frage, was bedeutet Rice und was Hybrid? Rice ist halt meistens normale Noten. Halt sowas zum Beispiel jetzt wie Streams. Oder weiß ich nicht, Streams, Jacks, Take, so, halt sowas ist meistens Rice. Kurzfassung halt Rice ist einfach. Ja, es besteht größtenteils aus normalen Noten. Ja. Und Hybrid ist halt so dieses Gemisch aus Long Notes, also Slidern und normalen Noten. Und da hat Natsu schon gemischt. Sehr ein Miss bei der Tür, ja? Hm. Abgesehen davon ist er sonst noch sehr knapp. 0,3% Unterschied, was der Eck angeht. Ja. Und 200er bei Sektor, also das wird noch sehr knapp hier. Noch ist alles offen. Und die zweite Hälfte ist, glaube ich, dass das bei der Map alles entscheidet. Ist Nacho nicht Delta? Nee, ist er nicht. Aber, warte, ist Nacho ist nicht Tachyon, oder? Nee, ist er nicht. Bring Shadow also Cats, weil ich weiß. Ja. Ich glaub schon. Weil das heißt nichts. Oha! Endlich jemand, der mich versteht. Dann heißt nichts! Genau! Genau das ist es! Also meine Sichtweise, was Dance angeht, ist halt, man kann es ab und zu spielen, man sollte aber nicht so fanatisch drauf sein auf alle. Ist das so ein, zwei, dreimal im Monat kann man so spielen, aber mehr, das ist dann auch wieder ungesund. Außer man ist halt so wie ich und geht auf die letzten SV dann. Ja, gut. Oder man, aber ist, oder man ist so wie ich und spielen einfach gar nicht mehr, weil deine Arme komplett am Abkacken sind. Also jetzt du chillst ja grundsätzlich bei 2 bis 3 Sterne Maps und holst ja immer ein Number One nach Number One. Was für 2 Sterne? Ich spiele so gut wie gar nicht mehr. Uff. Egal, Takedown gemisst vor 160 Noten. Er hat schon mittlerweile unter 99%, jetzt die schlimmste Stelle der Map. Takedown misst auch wieder. Ja. Es macht halt für mich Es macht für mich nicht wirklich mehr Spaß zu spielen wegen halt meinem linken Mittelfinger. Der macht alles kaputt. Du bist dann jetzt eher so beim Mapping. Ja. Und mit dem Punkt geht Takedown 3-0 in Führung. Stimmt, was? Schon 3-0? Yep, ist die dritte Map. Maxim MWC Comeback. Hallo? Das ja, aber es macht trotzdem keinen Bock. Wann ist ein MWC eigentlich? Oh, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich wieder irgendwo im August oder so. Oh lol, Maximio, der gefühlt auf jeder zu 4 Star Map Rank 1 im Country ist. Ja, das stimmt. Hab vorhin nochmal ein Global Number 1 geholt auf einer der neuen Loft Maps. Oh, wie hieß denn das nochmal, diese Map? Hast du da jetzt eine neue Storyboard Map Loft? Ja, die hab ich schon gespielt. Die Map. Ist voll spaßig, ne? Anfang August, Ende Juli, da sind Rifts wahrscheinlich. Oh. Bring Our Ignition Back habe ich gespielt, da bin ich Nummer 1 drauf geworden. Ich hoffe, dass ich diesmal ins Team reinkomme bei MWC. Wäre schon geil.
Nur einfach Tasten kaputt gegangen bei Nacho. When you are gaming too hard. Ja, ist es so stickig in meinem Zimmer? Noch Fenster auf? Hab ich schon. Dann mach dein Fenster doppelt auf. Dann montier das Fenster ab. Macht doch keinen Unterschied, wenn die komplett auf sind. So, jetzt der Pick von Nato, glaube ich. Also ich tippe auf LN2. Hey, Ryzen 2, was bist du denn? Das ist meine Map, oder? Ey, yo. Ryzen 2 ist deine. Muso Chikan Express. Auf 098 natürlich. Verstehe ich immer noch nicht, weil Mercy ist immer noch schwerer als die Map auf 1-0. Also ich bin auf Mercy besser als auf der, glaube ich. Die Punkte nicht mehr so ganz im Kopf. Und ich soll doch, glaube ich, nicht so viel sagen, weil ich mein Match um 10 Uhr habe. Ja. So, vorab Umfrage. Was meint ihr, sehen wir FCs? Und wenn ja, wie viele? Auf der Map jetzt? Meinst du auf der Map? Ja. Keine Ahnung. Ey, wie das am Lägen ist. Ja, jetzt hab ich's aber auch hier. Hat er mit letzter Note ein bisschen ein Call-In. Stimmt. Der hat ja die Probleme damit gehabt. Ne? Nachricht von Moderator gelöscht, was war da? Stimmt, nicht nettes. It sounds brrrr. Stimmt, es kann tatsächlich sein, dass Nacho die letzte Note missen wird. Ja, der hat da ja immer die Probleme mit. Aber abgesehen davon ist es auch sehr knapp. Stimmt. Alter, das sieht halt so aus wie SVs, Alter, in dem Stream, Alter. Yo. Ich bin die mehr brauche SVs, muss ich ehrlich sagen. Nee. Das war ein Bot von wegen bei Followers und so. Also. Verstanden. Die sieht man ja auch gerne, ne? Achso, dieses Wanna Get Famous Scheiß. Ja, genau das. But I wanna get famous. So, wir neigen uns dem Ende. Und es wird die letzte Note gemisst. Glaubst du? Boah, ich bin am Ende. Es wird nochmal knapp mehr. Trotzdem. Oh, und der hat sie getroffen. Nicht die letzte ja. Hat sie getroffen. Dieser Eckunterschied. Aber dennoch. GG ist ein Takedown. Null. Ja, stimmt, er hat schon gewonnen, Alter. Er hat schon gewonnen. Das war's mit meinen 4-3 in den Pickups. Aber hattest du für Takedown gestimmt? Hm? Also. Hab ich. GGGGG. War einer von den 22%. Warte, mir ist gerade aufgefallen, Vincent hat seine Vorhersage verkackt. Wer? Win W. Ah. Weil der hat ein paar Punkte auf Dings Nacho gesetzt. Ja, ich hab 90 Punkte eingesetzt, 268 wieder zurückbekommen. Ja moin. Immer noch nicht so gut wie ich mit dem Safter gemacht hab. Kirche gegen Firefoxy, ich sitz 2200 auf Firefoxy, krieg 11.500 zurück. Wie viele Punkte hast du denn jetzt? 12.700. Junge.
Jo. Das ist einfach nur eine halbe Stunde Match jetzt. So, wann ist das nächste Match? Kurz gucken. 17 Uhr. Es sind zwei Matches um 17 Uhr. Welches wird denn gestreamt? Ach, da kommentiere ich aber nicht. Um 18 Uhr kommentiere ich erst wieder bei Entsafter und Yazzi und dann um 20 Uhr Rheinbuch und Delta. Und ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Ich habe hier eine ganze Schüssel Popcorn und so halb gesalzen ist. Ja, dann foodet das. Ja, aber welches Match wird gestreamt von den beiden? Wenn überhaupt. Weil ich sehe hier laut dem Cheat zumindest German Wolf gegen Slachka und Tiger gegen Ade. Also. Wenn überhaupt eins gestreamt wird. Wenn, was? Wenn überhaupt was gestreamt wird davon. Achso, jo. Ja gut, aber ich denke mal, wenn irgendjemand kommentieren wird, dann sieht man sich um 17 Uhr bei dem nächsten Match wieder, wenn das überhaupt gestreamt wird. Und wenn, dann sehe ich euch um 18 Uhr erst wieder. Hast du noch irgendwelche Worte, Punish? Spielt SW, ist geil. Nein. Okay, ciao. When stream end? Never. You are stuck here now. No. You are here forever. We shall be streaming forever.